Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines The Technomancer Let's Plays. Wir sind gerade von unserer zurückgekommen, sind nun befördert worden zum Offizier und gucken uns jetzt mal in der Stadt um. Wir können anscheinend zum Beispiel unter anderem hier nicht weiter, aber wir können jetzt zum Beispiel unter anderem anscheinend unser Team zusammenstellen, das heißt unsere Begleiter kennenlernen und auch die hochleveln und ausrüsten, was mir sehr gut gefällt. Soweit ich weiß zumindest. Mal schauen, inwieweit, wie komplex das ist und ob die Begleiter auch wirklich Persönlichkeit und so weiter haben, ob die interessant sind. Hier geht's in die Technomancer-Kapelle. Warum gehen wir nicht da einfach mal nochmal rein? Mal schauen, ob wir hier nochmal mit irgendjemand ein sinnvolles Gespräch führen können oder so. Die werden uns zumindest auf der Karte angezeigt, aber wahrscheinlich nur. Let's go see your captain right away. She is waiting for you at the barracks. I will be happy to talk about your progress later. But I don't want you to get a penalty early on in your integration. Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Be careful. Goodbye, Sean. Okay, wir müssen zu unserem Major, damit wir unseren ersten Befehl kriegen. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Ah ja, hier haben wir ein paar... Aha, ich frag mal... Gerüchte über die Relikte nach. Oh. Informationen über die Ausgrabung von Aurora. What can there be at this excavation site? For us, now, having not been there? We could only speculate. But, should those rumors hold true, there are relics to be had. With those relics comes priceless information. Information important enough for them to transport technomancers in droves to the middle of the desert. It makes you wonder. Have they uncovered traces of the colonists' legendary beacon? If you believe the tales, it could resurrect communication with Earth. For two centuries, technomancers have scoured this planet for this beacon. And for two centuries, this beacon has eluded us. Okay, seit 200 Jahren suchen die Technomancer anscheinend nach dieser legendären Beacon, einer Möglichkeit, um mit der Erde zu kommunizieren. Aber echt, ohne Witz, 200 Jahre und wahrscheinlich ist schon länger irgendwie hier die Apokalypse ausgebrochen. Und von der Erde kam keine Sonde, kein kleiner Roboter, um nachzusehen, was hier los ist. Ich befürchte, auf der Erde sieht es auch nicht gerade gut aus. Befragen wir mal über Händler. What do we know about these itinerant merchants? They are unbound by loyalties, flitting from corporation to corporation. Beyond that, I know little more than myths and legends, often difficult to unravel from the truth, like the tales of hidden mountainside villages stashed with their wealth. Never have I encountered another group that despises and envies in such equal proportions. Impugned for lack of loyalty or origin to our superior culture, but regarded for the freedom that comes with that. In truth, though, for me it is the information they trade in that bears their greatest source of worth, far more than the trinkets they hawk. Okay, Händler sind also bekannt dafür, dass sie ziemlich viele Informationen haben, aber auch viel Scheiß erzählen. Und über die Relikte. Why, if I may ask, are these relics so important? Each relic is a breadcrumb that could lead us back to their bygone, yet far more advanced era. We are little more than feral offspring to a once illustrious time filled with scientific and artistic knowledge long since been lost to us. A cultural de-evolution of catastrophic proportions. The value of these relics cannot be overstated. A simple fragment could mean strides forward in knowledge, leaps forward in time, and in the wrong hands, the extinction of our kind. Ah, alles klar. Wir suchen quasi die Relikte der alten Technologie, weil wir anscheinend im Grunde überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, technologisch und so. Kulturell und so sind wir quasi Urmenschen wieder geworden, aus irgendeinem Grund. Fragen wir mal nach einzelnen Personen, zum Beispiel Informationen über die Armee. What do you think of our army? Ah, a question requiring a delicate response indeed. For we are a part of that body. An integral part, perhaps. A vital organ.
but still just a part. As such, one may not talk about the whole without impugning the parts, which in truth, I am not wont to do. But with that spoken, it is very old. On one hand, good, well-established, the best equipment, disciplined troops, professional. But on the other hand, set in its ways, a double-edged sword indeed. For inflexibility is merely a step from paralysis, an iteration of the old dog's new tricks scenario. And with ranks practically inherited, there hardly exists a culture that encourages hard work or passion among the troops. Why work towards something that's unachievable? And of course, it's less than ideal that there are far too few of our kind among the ranks. Next to Aurora, we're surprisingly deprived in that field. And they're in the process of collecting the laurels of their politics right now. Okay, wir sind also im Grunde eher so eine kleine Fraktion innerhalb von der Armee. Und das findet der nicht besonders gut, weil die Armee einfach so überrepräsentiert und mächtig ist und wir... Okay, die Technomancer. Information über die Technomancer. What can you share about us, the Technomancers? We are, as you have learned, mutants, Zachariah. But while other mutations form the poor, deformed creatures that we use like commodities, ours has produced within us gifts. Whether this knowledge is shared among the Technomancers of Aurora, I know not. We are all still learning about ourselves, with knowledge segregated from faction to faction, corporation to corporation. Even Aurora conducts experiments that would be of interest to us. We whose gifts have turned us into living weapons. And despite our strengths, despite our role as guardians of knowledge, the last link to the Earth's past, the sole reason the corporations have not yet collapsed, our instability, has ensured that any seat of power remains elusive to our kind. But never forget, no matter what our enemies, even those inside abundance, may think or espouse, they need us. It is not the other way around. We are our own masters, never slaves. Okay, wir sind im Grunde ein recht autarker Orden, der zwar angesehen ist, aber über keinerlei politische Macht verfügt, mit der Aufgabe, das alte Wissen der Erde wiederzufinden. Cool. Ragen wir mal über Ellen. Wer ist Ellen gleich nochmal? Ist das unser Meister? Ich weiß immer nicht, wie die Charaktere heißen. Do you have any insight on Ellen Mancer? Zachariah, listen closely. As much as my heart yearns to spurt vitriol at his name, discretion is the better part of valor. Speak neither ill of the dead nor of those who could make you so. That man is filled with more blind aspiration than sense, easily manipulated by those who know how to flatter him. He would give up everything for the slightest bit of praise. He is the antithesis of you. While you ascended, his weaknesses have kept him from initiation, and he holds it against you. But do not get sucked into his petty games. He is a dolt, worthy of less attention than contempt. Okay, das ist anscheinend dieser eine Kerl, der irgendwie vorher auch so böse geguckt hat und eifersüchtig auf meine Fähigkeiten ist. Die reden aber ganz schön schlecht über den. Vielleicht ist er im Grunde seines Herzens ein netter Kerl, wenn nicht alle so gemein zu ihm wären. Aber wahrscheinlich ist es eher andersrum. Okay, das ASC. What can you tell me about the ASC? There is nothing to learn, officially, because no one talks about them out of fear. Speak of the devil and he shall appear and all. Silly superstition. But fear drives men as much as serum, I suppose. The true source of their power ultimately stems from their surveillance services. And with the war comes near limitless authorities in such matters. More often than not, authorities are aimed at their own dissenters rather than any deeply tangible threat to our great Mother Abundance. At their core, they are quite simply the most mortal of threats to us. So I would advise you, stay in line, do as you are told, and attract little attention. For it is now a perilous game of survival.
Okay, anscheinend ist es so ein Überwachungsapparat, der alles überwacht. Und ich habe schon öfter jetzt mitbekommen, dass wir uns im Krieg befinden. Ich habe aber noch nicht verstanden, mit wem eigentlich und wie und was. Aber auf jeden Fall überwachen die alles und wir sollten auch ein bisschen aufpassen. Do you have any wisdom you can share regarding Colonel Victor? Wisdom or warning? He is a dangerously smart man with an insatiable hunger for power. An unending drive to have us in his pockets. A chess master, I fear, with just enough savvy to find a way to do it, too. Someday. Okay, ein machthungriger Kerl. Nach Orte fragen. Machen wir das doch auch noch. Die Quelle. What can you share with me about the source? The center of all abundance's power in Ophir, each building a symbol of its proper function, with the source set directly upon an ancient colonist dome that provided the vast bulk of our collection. Fascinating, is it not? Even if vestiges are all that remains of the old dome. To think that there was once a man, exactly where we settled, who had seen Earth with his own eyes, perhaps touched it with his own hands. Okay, das ist also so der Ursprung der Siedlungen auf dem Mars, wo die ersten Siedler angekommen sind. What do you know about my barracks? A perfectly inelegant mix of testosterone and bachelorism. What could I add that you do not know for yourself firsthand? Poor food, worse quarters, but it serves its purpose. Barracks for the source, no more, no less. Okay, Unterkünfte. Die Kaserne ist quasi eine ganz normale Soldatenunterkunft. What can you tell me about the exchange quarter? A melting pot for sure, forging an amalgam of cultures, commodities and peoples, filled with merchants hawking equal shares of wares and information with such freedom that it gives the impression that it is unburdened by the scrutiny and heavy hand of abundance's surveillance. An impression that is, in a word, faulty. Okay, dann haben wir noch der Untergrund. What do you know about the underworks? Little more than common knowledge. Kilometers of tunnels lined with endless rows of warehouses storing who knows what for who knows whom. Forged in part by man, in part by nature, and in part by the creatures that dwell within them as they extend all the way out to the ancient waterways. Okay, ein Tunnelsystem, das quasi... Wer weiß, woher kommt, aber das im Grunde überall hinführt, so ungefähr. Und die Bibliothekskuppel. That dome we went to with Master Sean, where did it come from? A relic of the first colonists. Long forgotten until after the turmoil, discovered upon the building of Ophir's first shadow path and finally opened as a place of knowledge by one of our own. Transformed into a storehouse for knowledge and secret discoveries until its collapse. So much was lost, but you were not. And if nothing else, I have that to be grateful for. For it is now we need fresh blood more than anything. Okay. Altes Vorkriegsgebäude. Gut, haben wir hier mit den beiden alles abgearbeitet. Dann gehen wir wieder. Ich laufe ein bisschen ungewöhnliche Wege, dass wir auch wirklich... Warum stehen hier eigentlich so Container mit Müll rum? Oder soll das Dekoration sein? Wahrscheinlich ist das Dekoration. Tut mir leid. Ich will niemanden der Dens Geschmack empfinden, verletzen oder so. Ich will hier raus, bitte. Dass man die Türen alle nur zu zweit öffnen kann. Kann nichts allein machen anscheinend in dem Spiel. Okay. Gut. Dann schauen wir uns mal die Stadt an. Guck mal, in Stein gemeißelte Bäume. Ich komme mir vor wie in einer Zwergenstadt oder sowas. Da würde man das erwarten. Okay, ganz viel Passanten, Zivilisten, die aber nicht wirklich was zu sagen haben. Es wird gleich Nacht. Zeit beeinflusst deine Aufgaben und das Leben der Charaktere, die dir begegnen. Du kannst die Tageszeit ändern, indem du dein Zimmer betrittst und der Text ist weg. Aber wahrscheinlich kann man quasi schlafen, um die Zeit zu verändern. Ich verstehe. Tag- und Nachtwechsel. Okay, cool. Ich gehe mal hier lang. Da geht's, glaube ich, in den Untergrund oder so. Genau, Untergrund betreten müssen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? Wo sind wir?
Moment, jetzt muss ich mal gucken. Man kann doch irgendwo sein Licht einschalten, oder? Wo war denn das? Ah, hier, Licht. Okay. Immerhin ein bisschen heller. Das ist die schlechteste Taschenlampe aller Zeiten, aber ich lasse sie mal an. Ein bisschen hilft ja. So, hier ist nichts los. Hier, was ist hier? Wo bin ich hier? Irgendein Checkpoint, ein Ausgang oder so. Mal kurz auf die Karte gucken. Ah ja, hier geht's in die Kaserne. Na, gehen wir doch da gleich mal hin und reden mit den Leuten hier. Unter anderem mit Eliza Major, die uns unsere Aufgabe geben wird. Oder eher, ich glaube eher eine Sie, oder Eliza? Aber wer weiß schon so genau, auf dem Mars ist alles ein bisschen anders. Er, sie, es, unser Vorgesetzter. Im Grunde, egal. Gut. Bam. Ziemlich cool die Tür geöffnet. Dann reden wir gleich mal mit ihm hier. Lieutenant Zachariah Manser, your reputation precedes you. A promotion well deserved, I hear. I'm Quartermaster Ryan Stewart, in charge of logistics in this barracks. Equipment problems or improvement, or you need to collect your pay, I'm your man. Pleasure, Quartermaster. Okay, der Quartermeister, der uns mit Ausrüstung und so weiter versorgt. Hi. Lieutenant, how can I help you? Okay, er sagt so immer, how can I help you, aber dann endet der Dialog. Anscheinend ist ja noch kein Händler oder so. Das kommt wahrscheinlich noch. Hier ist eine rote Kiste, die könnte ich öffnen. Ich habe Stufe 2. Aber ist es dann Diebstahl? Ist es dann schlecht für mich? Aber warte mal, während du erkundest, kannst du mit R2 die kleine Karte... Die schiebt man doch eh schon. Ah, ich kann mir die Größe anzeigen lassen, wenn ich wissen will, wo wir sind und wo es lang geht. Okay, alles klar, gut zu wissen. Ich mache jetzt das. Ich knack das mal. Für was kann ich es denn öffnen? Oh, eine Hochum-Pistole. Eine neue Pistole. Aber die kann ich leider nicht benutzen. Dafür brauche ich Gewandtheit 1. Das heißt, das nächste Level fließt in Gewandtheit. Ah, ich kann direkt vor der Nase eines Verbündeten nichts stehlen. Das heißt, ich habe das andere, glaube ich, tatsächlich gestohlen. Naja, hat keiner gesehen. Ich glaube, das ist vom Spiel so gedacht. Dann reden wir noch mit dem hier. Wer, mit wem eigentlich? Keiner von euch? Doch, muss einer von euch sein. Aber irgendwie, keine Ahnung, wird mir zwar einer angezeigt, aber... der Karte, aber naja. Dann gehen wir mal hier endlich hin und holen uns unseren Befehl ab. Lieutenant Zachariah Manser. I think congratulations are in order. Captain Eliza Major. Welcome to my unit. The honor is mine, Captain. For now, we're stationed in town and focusing on missions intended to maintain order and safety among the civilians. Here are the two other fine soldiers making up your unit for the time being. David Ward and Jeffrey Hunter. My pleasure, Lieutenant. Congratulations and... Leave the ass-kissing for later, soldier. Lieutenant? Yes, sir, Captain. Excellent. Moving on to more pressing matters, our mission just came in, and it's aimed at smothering regime opposition. According to the intel the ASC gave us, those terrorists live in the slums and are plotting several attacks to undermine our corporation. Your mission is to infiltrate the terrorists, stop the attacks, and find your way to their leader, Bulgakov. Orders are to capture Bulgakov alive. I'm going to drain him for intel about other terrorist cells and dismantle the entire network. So beat him only as much as you need to take him. You got it, Captain. Move quickly. The longer you take, the more risk there is to the citizens of Ophir. And I won't have that. Before you go, though, there's one more mission. One requiring speed and discretion. We have deserters in our ranks, Lieutenant. Deserters planning to flee like rats through the city's underground. That won't happen, do you understand me? You find them, and you eliminate them, each and every one. That seems harsh to you.
Setbacks against Aurora have ruined our reputation, to the point that every action we take is scrutinized and extorted by those seeking to gain from our fall. A mass desertion would spell scandal if it became public. You catch them before any word of their escape comes out. So move, now! You only have a few hours. Ah, guckt euch das an. Hier sind unsere beiden Teammitglieder, die ersten beiden, die wir mitnehmen können, mit ihrer eigenen Anzeige und geben mir sogar passive Bonus oder haben selbst passive Bonus, weiß ich nicht. Aber die haben auch eine Verbündetenbeziehung, das heißt, die verbessert sich. Warum hat der ein Gewehr? Ich will auch ein Gewehr. Aber gut, cool. Also in den Untergrund gehen und eine Terrorzelle aufspüren und vernichten und den Anführer gefangen nehmen und Deserteure schnappen oder töten sogar. Das kriegen wir hin. Gut, dann nehmen wir mal Jeffrey Hunter mit. Jeffrey ist ein Hunter. Okay. Und kann daher ausgezeichnet mit einem Gewehr umgehen. Ich wäre auch gern Hunter. Ich würde schon gern mit Gewehr kämpfen. Aber ist halt ein Nahkampfspiel. Ist schon okay. David ist ein Spezialist im Wächterstil. Er benutzt daher nur Streitkolben und Schild. Das ist momentan sind die beiden eine super Ergänzung zu mir. Gut. Eigenschaften auf Viereck. Ach guck, die haben tatsächlich ein ganz eigenes Inventar. Oder bin ich jetzt wieder in meinem Inventar? Irgendwie schon, oder? Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Aber hier ist schon. Jetzt bin ich in dem... zumindest die Statistik von Jeffrey Hunter. Aber das geht nur hier. Nur hier kann ich die irgendwie durchschalten. Okay. Komisch. Weiß ich jetzt auch nicht. Zurück. Und was haben wir noch? Inventar. Ah, hier haben sie ihr eigenes Inventar. Alles klar. Hier kann man sie auch ausrüsten und so. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Cool, cool. Das heißt nämlich, dass wir ihm hier... Jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen zu ihm. Genau. Er hier kann nämlich zum Beispiel gleich mal eine bessere Waffe nehmen. Nämlich eine Nietenkeule. Bam. Ja, die rüsten wir nachher noch richtig aus. Aber das grundsätzlich gefällt mir das tatsächlich echt verdammt gut. Ich bin echt fast überrascht. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die beiden mal mit. Genau, zwei Begleiter können wir mitnehmen. Und beenden. Können wir auch mit denen reden? Haben die was zu sagen? Ja. Können wir auch. Aber wir müssen jetzt hier die Folge mal beenden. In der nächsten Folge unterhalten wir uns dann mit unseren Begleitern und schauen uns hier noch ein bisschen in die Stadt um, bevor wir in den Untergrund gehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, liked doch bitte das Video, das wäre echt super nett. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Und vor allem würde es mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also macht's gut, bis dann. Ciao.